Grüezi miteinander, herzlich willkommen hier zu Reinis Nachtgedanken an diesem 11.11.2024. Auch dieser Montag neigt sich dem Ende und wir wollen natürlich mit den Sprüchen aus dem Buch Salomos weitergehen. Und es ist viel Weisheit, was uns wieder entgegengebracht wird. Ich lese die nächsten Verse. Da heißt es: Wohl dem Menschen, der Weisheit findet, und dem Menschen, der Verstand bekommt. Denn es ist besser, sie zu erwerben als Silber, und ihr Ertrag ist besser als Gold. Sie ist edler, denn Perlen und alles, was du wünschen magst, ist ihr nicht zu vergleichen. Langes Leben ist zu ihrer rechten Hand, zu ihrer linken ist Reichtum und Ehre. Ihre Wege sind liebliche Wege, und alle ihre Steige sind Friede. Sie ist ein Baum des Lebens allen, die sie ergreifen, und selig sind, die sie halten. Denn der Herr hat die Erde durch Weisheit gegründet und durch seinen Rat die Himmel bereitet. Durch seine Weisheit sind die Tiefen zerteilt und die Wolken mit Tau triefend gemacht. Was für große Worte für die Weisheit! Es ist das Wichtigste, was wir im Leben bekommen können. Es ist wichtiger als Gold und Silber und allen Reichtum, den wir uns auf der Welt schaffen können. Die Weisheit, ja, warum macht sie uns so wirklich reich? Weil wir souverän werden. Wir sehen weiter, wir verstehen weiter, wir begreifen weiter. Und das heißt letztlich, dass wir uns nicht so schnell aus der Ruhe bringen lassen. Wer von Gott die Weisheit und Erkenntnis geschenkt bekommt, der ärgert sich nicht über Lappalien. Sie sind für andere natürlich Riesenberge. Der ärgert sich nicht, wenn er Dinge verliert. Der ärgert sich nicht, wenn hier auf der Welt nicht alles gelingt. Er ärgert sich nicht, wenn er merkt, dass er die Welt nicht retten kann. Sondern er geht seinen Weg in Ruhe, in Aufrichtigkeit. Er ist unterwegs in der Liebe, in dem Glück, in der Zufriedenheit, weil er auch reich gesegnet ist. Die Weisheit, das Wichtigste im Leben. Wir erstreben sie durch ganz viel Erkenntnis, durch viel Lernen und merken gar nicht, dass das mit der Weisheit Gottes nicht viel zu tun hat. Die Weisheit Gottes ist größer, denn sie eröffnet den Blick in ganz andere Richtungen, in Zusammenhänge, die wir sonst als Mensch gar nicht erkennen können. Es ist und bleibt ein Geschenk. Und wer so souverän und weitsichtig unterwegs sein kann, in seiner Ruhe auch immer unterwegs sein kann, der kann in der Welt ganz, ganz viel bewegen. Nicht aus sich heraus, sondern weil ihm Gott durch ihn wirkt. Und so wünsche ich uns, wenn wir diesen Text vernehmen, dass wir unsere Ausrichtung vielleicht neu vornehmen und nicht sagen, ich muss das und das und das und das Ziel erreichen. Ich muss die und jene Dinge besitzen, damit ich mir wirklich ein schönes Leben gestalten kann. Ich möchte das oder das andere mein Eigentum nennen, sondern dass wir unser Leben neu ausrichten und sagen, es kommt darauf an, dass ich letztlich die Weisheit und die Erkenntnis von Gott geschenkt bekomme. Und dann werde ich einen Weg vorfinden, der so groß ist, dass ich eigentlich gar nichts anderes mehr erwarte und verlange. Vielleicht können wir jetzt manche Menschen verstehen, die diese Weisheit geschenkt bekommen haben, die vielleicht in einem Kloster unterwegs gewesen sind oder eine große Persönlichkeit in der Geschichte dargestellt haben und noch darstellen. Diese Kraft, diese Weitsicht und diese Erkenntnis, sie kommt nicht vom einfachen Lernen von Fakten, sondern sie ist ein Geschenk Gottes. Bitten wir doch darum und versuchen wir, dass Gott uns auf diesen Weg bringt, dann werden wir Dinge erleben, die noch viel größer sind als die Dinge, die wir bisher erfahren und durchschreiten durften. Führe mich, O Herr, und leite meinen Gang nach deinem Wort, sei und bleibe du auch heute mein Beschützer und mein Hort. Nirgends als von dir allein kann ich recht bewahret sein. Amen. Schlafen Sie gut und erbitten Sie sich diese Weisheit, und ich wünsche Ihnen, dass Gott sie Ihnen schenkt, damit Sie dann sehen, was für ein großer Unterschied auf dieser Welt möglich ist zu leben, nämlich den weltlichen Dingen ausgerichtet oder aus der Weisheit und Erkenntnis Gottes die Dinge ganz anders zu beurteilen, nicht in die Angst zu kommen,
nicht in die Verzweiflung zu gelangen, sondern sich immer getragen, wissend in Gottes Händen, und dass sie dann sagen, es kann kommen, was will. Ich weiß, wohin ich gehöre und worauf ich zulebe und wer mich am Schluss aufnimmt. Eine gute Nacht, ihr Reini aus den Nachtgedanken.